Fast alle Paare haben sich schon umgezogen für den Western-Gruppentanz. Nur ein Paar ist vorher noch dran, nämlich Roxane Rapp und Vadim Garbusow mit einer erotischen Rumba. Allerdings, da musste der Vadim der Roxane wieder viel Neues beibringen. Und da sprechen wir noch gar nicht von den Tanzschritten. Heute habe ich dich zum ersten Mal in der Rolle gesehen. Okay, ich will's. Ich finde es spaßig, ich finde es lustig. Ja, freut mich. Das waren die besten Punkte bis daher und das ist ein gutes Zeichen. Ja, und da sind wir extrem glücklich drüber. Also wir machen eine Rumba, die ist vom Gefühl her dramatisch und erotisch. Ich kann nicht so erotisch sein. Erotik und Sinnlichkeit ist jetzt noch nicht so mein Spezialgebiet. Aber der Martin bringt mir das eigentlich bis jetzt ganz gut bei. Sexy Gang, denn alles reibt hier. Er macht es so schön vor. Man kann es gar nicht so schön machen, wie er es vormacht. Er könnte eigentlich sich spielen und mich gleichzeitig. Ich darf das so machen. Das ist nur meine Vorstellung. Das ist mein Vorschlag, wie es sein sollte. Vielleicht hat sie eine eigene Version davon. Ja, es ist doch erotisch, ja. Sehr gut. Mach mehr Kreise in Beinen, damit du weitergehst. Jetzt wird's also erotisch bei K08. Roxane Rapp und Vadim Garbusow tanzen eine Rumba. Vadim Garbusow, der letzte Einzeltanz heute Abend war das, und zwar eine Rumba. Die Roxane und unser ukrainische Dr. Sommer, Vadim Garbusow. War das jetzt eigentlich mehr Tanzkurs oder Aufklärungskurs, Roxane? Beides. Beides ein bisschen. Das ist schön. Von meiner Seite Tanzkurs. Naja, also, wobei. Was sie macht im Privatleben ist nicht meine Sache. Weil es spielt ja immer ein bisschen mit und ich bin ja echt neidisch. Wenn du was fallen lässt, so steht sonst niemand auf. Das kann ich auch nicht. Also super Hüftschwung, man kann immer alles gut vorzeigen. Roxane, ich kann mir vorstellen, also ich hätte glaube ich dieselben Probleme wie du. Wie viel macht denn dann noch Kostüm und Maske und alles aus, damit man nachher noch mal das Letzte gibt? Naja, die ersten paar Tage will ich immer so ein bisschen die Schritte richtig genau lernen und die Haltung vom Tanz. Und dann so ab Mittwoch, Donnerstag versuche ich auch
die Emotion des Tanzes einzubauen. Und da würde ich halt gerne, dass ich von Tag 1 sofort die Emotion einbaue. Aber ich denke so, wenn das Kostüm da ist und dann fühle ich mich da mehr rein. Das hat die Schauspielerin dann wieder in dir, die dann durchkommt. Was hast du an dir Neues kennengelernt im Laufe des Tanzes? Ja, also so habe ich das noch nie machen müssen, so erotisch. Und es kann nicht schaden. Es kann nicht schaden, das drauf zu haben. Du hast gelernt, dass du sehr erotisch sein kannst. Sehr sexy Bewegungen. Ja, also ich finde schon, oder, liebes Publikum? Roxane Rath, hallo. Wenn es erotisch war. Und es geht ja nicht nur erotisch zu, sondern auch gleich noch sehr amüsant. Du freust dich, glaube ich, auch sehr auf den Gruppentanz. Alle Paare freuen sich sehr drauf. Da geht es wirklich rund. Ihr habt auch prominente Unterstützung. Alfons Heider, der ehemalige Tanzpartner von Vadim, hat auch verzückt mit angesehen, wie das war. Alfons, magst du nachher gleich mit mir die Telefonnummer für die beiden machen, damit wir irgendwie das zusammen machen? Dann kommen wir gleich zu dir und fragen zuerst die Jury, wie es war. Und zwar fangen wir an jetzt bei dem Bolasch. Ja, wie man das weiß, Vadim hat schon einiges in seinen Händen gehabt. So Frau, so eine noch nie. Mädchen, Mann, Alfons. Muss ich sagen, dass egal was in deine Hände kommt, geht es auf. Und du. Danke. Du lässt das dem Publikum sehen, was wir in der Musik hören. Und für mich, das ist der größte Kunst. Kompliment. Dankeschön. Und in der Musik war ja auch viel zu hören. Schöner Song. Beautiful. Hannes. Das bin ich, ja. Das bist du, unser Mr. Beautiful? Wie war's? Ja, Vadim, wir haben jetzt schon einiges gehört von dir. Roxane, es ist sicher nicht so schwer, mit dem Vadim eine tänzerische Liebesbeziehung einzugehen. Sie sollten sich da noch mehr hingeben, sie müssen sich öffnen, sie müssen für ihn da sein und sie werden sehen, es kommt einiges von ihm zurück. Im Großen und Ganzen, okay, danke. Danke an die Jury. Ich nehme das Mikrofon, ihr beide geht's raus zum Klaus und ich gehe zum Alfons, weil ihr habt jetzt prominente Unterstützung. Den hatte Vadim auch schon in den Händen. Ja, Roxane und Vadim wollen nächste Woche mit dabei sein, meine Damen und Herren. Wenn Sie es auch wollen, dann gibt es 090 10 59 09 08 für Vadim und seine Roxane. Selten so loben gehört. Man muss gutes Material haben dafür. Ja, ja, das ist natürlich richtig. Das ist gar nicht einfach schon alles, was Vadim in die Hände bekommt. Man muss auch schon Talente ausbilden dürfen. Jetzt, na ja, was? Jetzt sei nicht so bescheiden. Sie stellt immer ihr Licht ein bisschen unter den Scheffel. Aber dann leuchtet sie doch ein bisschen hervor. Nach Dancing Stars, ich habe natürlich wieder recherchiert. Hast du noch ein paar Pläne? Du willst noch etwas lernen? Ja. Nämlich? Kochen. Du willst kochen lernen? Ich will kochen lernen, bis jetzt bist du eher so von der Schule Mikro und Welle. Ja, ich kann überhaupt nicht kochen. Gar nicht. Ich kann nur Chili, aber das kann ich gut. Okay, auch nicht von Anfang an, also ein bisschen so. Also aus dem Glas bei Chili. Nein, so ein bisschen Chili. Was möchtest du noch lernen? Was möchtest du wirklich lernen? Also wenn ich sage jetzt einmal, wenn du dann für einen Mann erotischer Abend ein Abendessen kochen müsstest, was wäre das? Und das darf es auf keinen Fall sein. Also es darf nichts sein, ich würde sagen, was patzt, was leicht. Was pickert es? Ja. Und etwas, was einfach ist. Also kein Burger oder so. Nein. Etwas, was so erotisch ausschaut, wenn man es isst, wahrscheinlich. Ja, Burger kann ganz erotisch ausschauen. Also. Und kein Knoblauch oder Zwiebeln. Kein Knoblauch. Würde ich, na. Ja. Oder wenn beide essen, ist okay. Oder wenn beide essen, ist okay. Vielleicht. Ja. So an einer Knoblauchzehe lutschen, zu zweit. Das wäre was. Du magst doch nichts Weiche. Auf also du magst Fall, nur weiche Sachen. Ja, eigentlich schon. Gnocchi. Gnocchi. Zum Beispiel. Ja, ich mag weiche Sachen. Also ich mag es so nicht, wenn so Knoppers oder so ist, ein bisschen sehr hart. Ja, also Gnocchis kann man ja schon lange kochen. Man kann alles so lange kochen, bis es weich ist. Zum Beispiel schneide ich auch immer, wenn so jemand. Ja. So. Okay, Germknödel, genau, oder? Ja.
Okay. Also alles, was weich ist. Du magst keine harten Sachen, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Jetzt kommen wir bei den harten Fakten der Jury und schauen uns die Punkte an. Aber ich glaube, die wären gar nicht so schlecht. Na, ich habe schon stibitzt, das schaut gut aus. Thomas fängt an. 7. Nicole. 7. Balasch. 8. Wow. Und Hannes. 7. Ja, sauber. 29 Punkte. 29, da kann man sehen. Ha? 29 erotische Gratuliere. Punkte. Gratuliere euch wirklich. Ihr habt gut gearbeitet. Du bist großartig. So, ich geh jetzt gleich geschwind umziehen für den Gruppentanz.